Und willkommen zurück im verregneten Antigua mit unserem Kumpel Bones und dem komischen Typ, der wahrscheinlich der Admiral Alvarez ist. Genau. Na endlich, wo bleibst du denn? Ich warte schon seit Tagen. Freut mich auch, dich zu sehen. Freut mich auch, dich zu sehen. Lass den Unsinn. Wo warst du? Auf Schatzsuche. An der Krabbenküste. Was zur Hölle hat dabei denn so lange gedauert? Ach, nichts Wesentliches. Ich bin gestorben. Was? Na, ich war tot. Moment mal. Das musst du mir genauer erklären. Am besten wir besprechen alles weitere drinnen. Komm mit, du musst mir alles ganz genau erzählen. Eine Höhle aus Fels? Nicht Fels. Sie kommt aus den Untiefen der Erde. Getrieben von der Macht des Schattenreichs. Am Ende der Höhle stand ein Portal aus reinstem Kristall. Die Schattenwesen benutzen diese Portale, um auf die andere Seite zu gelangen. Durch sie erhalten sie ihre Befehle vom Herrn der Unterwelt. Die Höllenhunde. Nicht nur die. Aus den Portalen entsteigen noch weitaus schlimmere Kreaturen. Leider ist das nicht das einzige Problem, das wir haben. Schon seit Wochen legt kein einziges Schiff mehr in unserem Hafen an. Es ist fast so, als ob wir völlig von der Außenwelt abgeschnitten wurden. Wir sahen eine Flotte von Geisterschiffen nicht weit von hier kreuzen. Vielleicht liegt es ja da dran. Wir sahen eine Flotte von Geisterschiffen nicht weit von hier kreuzen. Was sagst du da? Geisterschiffe? Es ist Crow. Er ist zurück aus dem Schattenreich. Ich habe es geahnt. Der alte Fluch wird uns alle einholen. Questerfolge, Bericht an Admiral Alvarez. Das ist kein Fluch, es ist ein Angriff. Das ist kein Fluch. Es ist ein Angriff. Wer zur Hölle hat denn so große Macht? Du musst es herausfinden, bevor wir alle untergehen. Na klar, aber dafür brauche ich Proviant und Ausrüstung. Ich brauche Proviant und Ausrüstung. Du weißt genau, was da draußen los ist, mein Junge. Kümmere dich doch erst einmal um die verfluchten Höllenhunde da draußen, bevor sie alle töten. Ja, Höllenhunde sind genau mein Ding. Na schön, Höllenhunde sind genau mein Ding. Am besten du suchst nach den Überlebenden und fragst sie, wo man sie finden kann. Die Biester haben sich fast überall eingenistet. Alles klar. Ich habe einige Höllenhunde erledigt. Ich habe einige Höllenhunde erledigt. Wo genau? Donovans Mörder sind Geschichte? Donovans Mörder sind Geschichte. Ein tragischer Verlust. Er war der beste Büchsenmacher, den ich je gekannt habe. Und ich fand einige Höllenhunde auf dem Weg vom Weststrand in die Hafenstadt. Ich fand einige Höllenhunde auf dem Weg vom Weststrand in die Hafenstadt. Und? Sind sie tot? Selbstverständlich. Wunderbar. Gute Arbeit. Und das Lagerhaus ist auch ausgeräumt. Das Lagerhaus ist ausgeräumt. Was denn? Im Lagerhaus waren sie auch? Boah, das hätte ins Auge gehen können. Gute Arbeit. Gut, und wo soll ich nach den Höllenhunden suchen? Wo soll ich nach den Höllenhunden suchen? Am Strand im Osten der Stadt kämpft Emma mit den Biestern. In Flints Lagerhaus würde ich nachsehen. Und auch auf dem Blutschwurplatz, wo Zack im Moment Patrouille läuft. Schau auch mal auf dem Marktplatz und bei Grace in der Schmiede vorbei. Naja, und auf dem Weg in die Stadt vom Weststrand her habe ich auch ein paar Biester gesehen. Okidoki. Und wie schlimm sind die Verluste durch die Höllenhunde? Wie schlimm sind die Verluste durch die Höllenhunde? Was soll ich dir sagen? Ich habe bisher nur die Leiche des Büchsenmachers Donovan unten auf dem großen Platz gesehen. Wer überhaupt noch lebt, kann ich nur vermuten. Am besten du beeilst dich und hilfst ihnen, bevor es sie alle erwischt hat. Ja, ich helfe ihnen ja schon. Ah, Pirat. Der Piratenkodex. Hey, sowas kannst du doch nicht machen. Doch. Was machst du da? Das geht dich gar nichts an, was ich hier mache. Außerdem stört es dich ja auch anscheinend gar nicht. Okay, wir haben noch einige Höllenhunde zu vernichten. Alvarez, bescheidene Hütte. Ich habe gedacht, sie hätten den alten Piraten längst geköpft. Kommt er mit? Sein Schuldenberg vertrieb ihn aus Antigua,
An seinem letzten Abend erzählte er jedem, dass er eine vergoldete Kugel gefunden hätte und nach Taranis aufbrechen würde. Als er zurückkam, hatte er einen riesigen Sack voll Gold. Ein weiterer legendärer Gegenstand. Fingerknochen. Der Fingerknochen, meinetwegen. Eine Truhe. Zack, zack. Bringt nix. Nein, bringt überhaupt gar nix. Ist natürlich wieder falsch, war ja klar. So, 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 dann ist das richtig und dann so. Suchst du was Bestimmtes? Oh. Guten Tag. Aber dich stört das ja sowieso nicht, was ich hier mache. Also kann ich das ja auch in Ruhe jetzt hier nochmal machen. Und es wird ihn hoffentlich nicht stören. Verdammter Diebstahl! Okay, es stört ihn doch. Zu schade. Naja, so unglaublich wichtige Sachen sind da jetzt nicht drin. Brauchen wir jetzt nicht zwingendermaßen. Darf ich den Teleportstein mitnehmen? Das darf ich. Darf ich die Voodoo-Puppe mitnehmen? Okay, das darf ich alles. Gut, dann müssen wir noch weitere Höllenhunde vernichten. Am Oststrand, wo ist der denn? Höchstwahrscheinlich da unten irgendwo. Und wo ist Donovans Leiche? Die ist ja hier nirgendwo aufzufinden, ne? Wieso wirklich? Dann gucken wir halt eben einfach mal am Oststrand. Der müsste ja eigentlich hier hinten irgendwo sein. Nicht wahr? Da sitzt jemand. Und dort sind Höllenhunde und da kämpft irgendjemand gegen die. So wurde mir es berichtet. Jetzt schlage ich ein paar Schätze ein. Ah! Hallo? Schieß du mal! Hä? Okay, Questerfolge. Questerfolg Höllenhunde am Oststrand. Gut. Das ging schnell. Fauliger Pilz. Ja, sammeln wir meinetwegen auch gerne ein. Für wen auch immer. Wir die brauchen. Ach, da liegt die Emma rum und pennt. Oh, Entschuldigung. Was ist passiert? Du warst bewusstlos. Die Hunde. Diese grässlichen Hunde. Du musst... Tote Hunde beißen nicht. Du meinst... Die sind hinüber. Danke. Ohne deine Hilfe wäre ich jetzt schon tot. Hier, nimm dies als Dank von mir. Du siehst aus, als könntest du sowas gebrauchen. Dankeschön. Kannst du mir irgendwas mit auf den Weg geben? Haben wir schon Silberzunge 60? Kannst du mir irgendetwas mit auf den Weg geben? Nun, ich denke, du bist weniger an guten Ratschlägen als an praktischen Dingen interessiert. Hier, dieses Amulett war mir immer ein treuer Begleiter in schweren Zeiten. Vielleicht ist es an der Zeit, dass es einen neuen Träger bekommt. Danke. Und dann erzähl mal, was dir passiert ist. Als ich gemerkt habe, dass diese Kreaturen die Stadt angreifen, wollte ich mich hier am Oststrand verstecken. Aber von hier aus gab es keine Fluchtmöglichkeit mehr. Ich saß in der Falle. Kannst du nicht schwimmen? Nein, das liegt mir nicht sonderlich. Ich wäre ertrunken. Aber ich habe mein Schicksal akzeptiert. Selbst jetzt spüre ich den Tod immer näher kommen. Ich habe nur noch wenig Zeit. Was ist denn los mit dir, bis darauf, dass du unglaublich komisch guckst beim Reden? Wie kann ich dir denn helfen? Ich fürchte, es ist fast zu spät für mich.
Du lebst doch noch. Ja, aber wer weiß, wie lange. Vielleicht gibt es ein Heilmittel. Ich kenne ein altes Rezept des Shaganumbi-Stammes. Ob es wirkt, weiß ich nicht. Aber in all der Dunkelheit ist es ein Hoffnungsschimmer. Einen Teil der Zutaten habe ich. Lediglich modrige Knochen und faulige Pilze fehlen mir. Okay, das können wir doch machen. Was das Heilmittel angeht. Ich besorge dir die Zutaten für dein Rezept. Ich besorge dir die Zutaten für dein Rezept. Gut. Ich ziehe mich wieder in mein Haus zurück. Du findest mich dort. Okay, und ein ordentlicher Schluck Rum hilft nicht? Ein ordentlicher Schluck Rum könnte dir auch helfen. Nein. Ich vertraue nur meiner eigenen Heilkunst. Okay. Faulige Pilze, das nennst du Zutat! Faulige Pilze? Das nennst du Zutat? Voodoo-Tränke sollen nicht schmecken. Sie sollen wirken. Na schön, wo treibt man diese Delikatesse auf? Sieh dich am kleinen Strandabschnitt um, an dem die Höllenhunde mich attackiert haben. 7 faulige Pilze werden ausreichen. Okay. Hier ist nämlich noch einer. Gut, 2 Stück fehlen noch. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Schafauge. Die müssten ja eigentlich irgendwo hier rumliegen. Vielleicht finden wir die ja noch schnell genug, um sie ihr zu geben, bevor sie an ihrem Haus ist. So, einer noch. Ein blöder, fauliger Pilz. Da hinten ist der. Und dann haben wir das Rezept auch fertig. So. Komm mal her, Madame. Madame Emma. Hier. Was das Heilmittel angeht. Ich habe die Zutaten, die du wolltest. Ich habe die Zutaten, die du wolltest. Ich danke dir. Sobald ich zu Hause bin, werde ich mich an das Rezept machen. Hier, das ist für dich. Und wenn du an Kuriositäten interessiert bist, wirf einen Blick auf meine Waren. Kuriositäten? Zeig mir deine Waren. Sicher, sieh dich nur gut um. Aha. Natürlich. Jaguarherz, Golemherz und Ohren- und Jadestein. Igitt. Ich guck die mal gerade durch. Alchemie, ja, braucht auch kein Mensch. Ja, nee, du. Hier, aber kannst du mir was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Klar. Was möchtest du wissen? Tränkebrauen, Alchemie, okay, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Wir sind nicht so der Tränketyp. Okay. Dann hätten wir dies und ich gehe davon aus, dass der Sack bestimmt hier oben irgendwo rumhängt. Kann ich hier einfach so... Ah, es klappt wirklich. Das klappt ja wirklich. So, ist das denn der Sack? Mit Sicherheit, ne? Hey, pass darauf, wo du hintrittst. Warum sollte ich? Warum wohl? Ist gefährlich hier. Es greifen rollende, kaputte Fässer an. Danke für den Tipp. Danke für den Tipp. Ei, wird deine Haut retten. Scarlett, die Braut vom Hafen, hat's auch schon erwischt. Und Donovan hat auch die längste Zeit in seiner Bude gewohnt. War nichts mehr zu machen. Aber vorher klauen wir dir erstmal alles von deinem Zeug. Schlechtes Gewissen wegen Scarlett. Schlechtes Gewissen wegen Scarlett? Ei. Und warum? War für sie verantwortlich. Dem muss man auch jedes Wort aus der Nase ziehen. Wartest du denn hier auf was Bestimmtes? Wartest du hier auf etwas Bestimmtes? Ei. Und das wäre? Den richtigen Moment. Oh, der Typ ist ja furchtbar. Und um was zu tun? Um was zu tun? Viecher umhauen. Wo genau? Wo genau? Da hinten. Wie viele Viecher sind es? Wie viele Viecher sind es?
So langsam fängst du an zu nerven. Jetzt komm auf den Punkt. Wenn du dann endlich die Klappe hältst. Auf dem Blutschwurplatz sind ein paar Biester, die brauchen mal einen Arschtritt. Na, Arschtritte, genau meine Spezialität. Arschtritte? Genau meine Spezialität. Zuzutrauen wär's dir. Hilf mir, die Viecher einzumotten und 100 Goldstücke gehören dir. Einmotten? Natürlich, ich bin bereit. Ich bin bereit. Lass uns die Biester vom Blutschwurplatz jagen. Ei, zieh deine Waffe und mir nach. Ei. Aber vorher klaue ich die Markibeere. Und plündere. Es ist gar nicht Scarlet, es ist Bills toter Körper. Lass uns weitergehen. Ja, ich bin schon dabei. Dort sind sie. Aufgepasst! Jawohl! Ups, schon tot. Außer Reichweite. Aber tot. Diese Viecher sind eine Plage. Der Blutschwurplatz. Ein Opferaltar auf der Wiese. Die Schatten ziehen durchs Land. Und wir köpfen uns gegenseitig wegen ein paar geklauter Kartoffeln. Man muss eben Prioritäten setzen. Sieht wohl so aus. Gibt's hier noch was Tolles in den Ruinen? Leider nicht. Aber wo ist denn die Scarlet? Haben sie die schon unter die Erde gebracht, oder was? Sieht so aus. So, Zack. Jagen. Jemandem was auf die Schnauze geben, liegt mir eher. Tja, die Viecher auf dem Blutschwurplatz sind hinüber. Die Viecher auf dem Blutschwurplatz sind hinüber. Gut, hier ist dein Anteil. Dankeschön. So, und jetzt sollten wir ja eigentlich alle haben, ne? Also, jetzt haben wir sie dann endlich wieder alle. Und der Regen nervt mich jetzt langsam so ein bisschen. Könnte mal aufhören. Dann gehen wir nochmal zum Maestro Alvarez mit dem schönen Tisch hier. Ich habe einige Höllenhunde erledigt. Ich habe einige Höllenhunde erledigt. Wo genau? Am Oststrand waren zwei. Am Oststrand waren zwei. Mistviecher. Gut gemacht. Und der Blutschwurplatz ist sauber. Der Blutschwurplatz ist sauber. Gut. Die Biester haben mich am meisten gestört. Ich denke, das war's. Deine Stadt ist gesäubert. Ich denke, das war's. Deine Stadt ist gesäubert. Sehr gut, mein Junge. Dompteur. Ich dachte schon, das war's jetzt mit meiner schönen Hafenstadt. Ja, wäre schade drum. Genau. Und darum müssen wir sie wieder aufbauen. Das klingt, als hättest du einen Plan. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen frisches Blut. Wir sind sicher nicht die einzige Gemeinschaft, die ums Überleben kämpft. Wir müssen die anderen dort draußen zu einer Allianz mit uns bewegen. Währenddessen. Genieß dein Dasein, solange du noch kannst. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Deine Seele gehört bald mir. Das kannst du vergessen. Wie steht's jetzt mit Ausrüstung? Alles, was ich dir geben kann, ist dies hier. Das ist alles? Was erwartest du? Wir leben in schweren Zeiten. Komm schon. Na gut. Hier hast du noch was. Aber wenn du noch mehr willst, dann musst du schon mehr dafür vorweisen, als ein paar Höllenhunde, klar? Klar. Das klingt nach einer großen Aufgabe, das Ganze hier wieder aufzubauen. Das klingt nach einer großen Aufgabe. Das ist es auch. Das Schlimmste wird sein, vorerst Ruhe zu bewahren. Wir dürfen uns nicht schon in den ersten Scharmützeln gegen Crow und seine Flotte aufreiben. Du bist jetzt unser bester Mann. Du wirst für uns alle sprechen. Du wirst die Kapitäne der Schiffe der anderen Gemeinschaften in unseren Hafen führen. So lange, bis wir genug Schlagkraft gegen die Flotte der Geisterschiffe dieses verdammten abtrünnigen Crow versammelt haben. Erst dann werden wir zum Gegenschlag ausholen. Das klingt nach einer unglaublich spannenden Aufgabe auch, muss ich sagen. Eine Allianz mit dem Piratenhauptquartier Antigua? Eine Allianz? Mit dem Piratenhauptquartier Antigua? Warum denn nicht? Waren wir es nicht, die die Welt vor der sicheren Vernichtung durch die Titanen retteten? Sind wir es nicht gewesen, die bis zum großen Kampf gegen Mara noch auf den Meeren segelten? Wir? Was genau meinst du mit wir? Na schön, zugegeben. Die anderen Gilden waren auch nicht untätig.
Umso wichtiger ist es, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten. Okay, ich werde die anderen Kapitäne zur Allianz mit Antigua überreden. Okay, ich werde die anderen Kapitäne zur Allianz mit Antigua überreden. Gut so. Ich werde unsere Stadt auf die neuen Besucher vorbereiten. Mögen sie zahlreich sein und mit ihrer Kampfkraft unseren Hafen verteidigen. Und wenn du schon einmal dabei bist, dann schließe dich gleich einer ihrer Gemeinschaften an. Wir können dabei nur von ihren Stärken profitieren. Okay. Ein Wort noch zur Piratenallianz. Schieß los. Was mit dir? Kannst du auch ein hochseetaugliches Schiff beisteuern? Was ist mit dir? Kannst du nicht auch ein hochseetaugliches Schiff beisteuern? Ha! Das letzte Schiff, was längere Zeit in meinem Hafen vor Anker lag, war der Kahn von Captain Morgan. Morgan? Du redest von Slanes Schiff? Morgan war doch nur sein Steuermann. Tja, nach Slanes Ableben ergriff er das Kommando an Bord des Schiffes. Seitdem streift er über die Meere und plündert und brandschatzt alles, was ihm vor die Kanonen kommt. Vielleicht sollte man Morgan zurückpfeifen. Er und die alte Crew von Slane wären doch bestimmt eine Bereicherung für unsere Sache. Ach, das schlag dir mal aus dem Kopf, mein Junge. Seit Morgan Blut geleckt hat, ist er nicht mehr zu halten. Du würdest ihn nicht wiedererkennen. Wir werden sehen. So schnell schreibe ich ein so tolles Schiff nicht ab. Wie du meinst. Ich muss mir das ja nicht ansehen, wie ihr euch beide aufreibt. Richtig, kannst ja weggucken. Wo kann ich denn Morgan finden? Wo kann ich Morgan finden? Er ist irgendwo da draußen mit seinem Kahn. Wahrscheinlich wird er dich zuerst finden. Okay, freue ich mich schon drauf. Und welche Gemeinschaften stehen für dich auf der Liste? Der Rat der Kapitäne ist geschwächt. Wir können hier jeden gebrauchen, der ein Schiff hat und es führen kann. Da mache ich keinen Unterschied zwischen einem keulenschwingenden Eingeborenen oder einem bücherlesenden Magier. Solange sie nur genug Mumm in den Knochen haben, um unsere Sache zu unterstützen und sich gegen Crow und seine Geisterschiffe zu stellen. Verstehe. Also wäre unsere erste Anlaufstelle meiner Meinung nach... Och, hört's hier denn nicht mal auf zu rechnen. Ist ja wie im Forest, echt. Unsere erste Anlaufstelle wäre dann meiner Meinung nach... Oh, war keine gute Idee. Die Dämonenjäger. Nicht jetzt. Damit wir uns denen auch anschließen können. Aber hier waren doch noch auch Quests zu erledigen, ne? Also wir haben ja da noch so einiges gefunden. Den Fingerknochen und... was weiß ich. Aber irgendwie... gibt's hier ja recht wenig Bewohner. Der Pansel macht hier wieder Blödsinn und schmiedet die weltbestesten Schwerter. Vielleicht gucken wir einfach nochmal hier in der Kneipe. War das hier? Achso, das ist die Emma. Dann gucken wir doch einfach mal hier in der Kneipe. Das müsste sie ja jetzt sein. Ach nee, warte mal. Da am Dings saß ja auch noch einer rum, ne? Toll. Wahnsinn. Der namenlose Pirat und der Edward. Und was ist das bei euch? Ah, lass mich raten. Eure Familie ist im Krieg verschollen und ihr seid nur rein zufällig und völlig zu Unrecht hier in diesem Dreck gelandet. Was sagt er? Er hält uns offenbar für Landstreicher. Ah ja, ich vergaß. Ihr seid natürlich fast verhungert. Nur ein paar Münzen und euch wäre schon geholfen, richtig? Redest du mit mir, Großmaul? Nein, Goldmünzen kann ich immer gebrauchen. Nun, in dem Fall muss ich euch leider enttäuschen. Ich bin gerade vor 3 Tagen gänzlich ausgeraubt worden. Große Worte. So, und nun würde ich euch gerne von hinten sehen. Was? Etwas genervt, der feine Herr? Ich sehe schon, ich muss es wohl deutlicher formulieren, dass man mich hier versteht. Ich möchte in Ruhe mein Bier trinken und mich nicht mit dahergelaufenen Vagabunden unterhalten. Verstanden? Vagabunden? Was seid ihr denn sonst? Nicht provozieren lassen.
Was habt ihr geleistet, dass es sich für mich lohnt, mit euch zu reden? Ich bin von den Toten wieder auferstanden. So, von den Toten, ja. Das klingt sehr glaubwürdig. Das unterscheidet euch natürlich immens von den anderen Großmäulern hier. Aber meinetwegen, ihr habt mich angesprochen, also was kann ich für euch tun? Du gehörst wohl nicht zu den Piraten hier? Natürlich habe ich mit dem gemeinen Volk auf dieser dreckigen Insel nichts zu schaffen. Was willst du dann hier? Ich suche meine Bestimmung. Aha. Schon klar, dass ihr das nicht versteht, aber ich kann es nicht besser in Worte fassen. Der Ruf des Schicksals führte mich auf diese Insel und ihm muss ich folgen. Das kenne ich. Du versuchst nur deinem Schicksal zu folgen. Du hast es ständig mit irgendwelchen Maulhelden zu tun, die keine Ahnung haben, wer du bist und dich grundlos beleidigen. Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Wer, sagt ihr, seid ihr noch gleich? Ich bin jemand, der sich gegen das Schattenreich auflehnt. Ja. Wenn ihr so gut seid, dann beweist es. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der anpacken kann, anstatt nur zu reden. Wenn du zu jedem hier so freundlich bist, wundert es mich nicht, dass du noch niemanden gefunden hast. Also, was hast du vor? Die Höllenhunde in der Stadt sind nur die Vorboten einer größeren Bedrohung, die nicht auf dem Seeweg hierher kommen wird. Man munkelt, eine Horde dämonisch anmutender Krieger sollen sich der Stadt von Norden aus dem Hinterland nähern. Ich will diese Krieger sehen und prüfen, ob sie tatsächlich so dämonisch sind, wie behauptet wird. Fühlt ihr euch der Herausforderung gewachsen, mich zu begleiten? Das klingt witzig. Dämonen aufmischen im Hinterland? Ich bin dabei. Dämonen aufmischen im Hinterland? Ich bin dabei. Was sagst du dazu? Meinetwegen, bevor ich in diesem Nest verrotte. Ich weiß nicht, wie es da um euch bestellt ist, aber ich bin nicht gerade zimperlich, müsst ihr wissen. Ich bin einfach immer direkt hinter dir. Ja, genau das befürchte ich. Ah, du Lümmel. Geh vor, ich folge dir. Dann geh du vor, ich folge dir. Gut, aber lasst mich nicht auf euch warten. Auf geht's. Komm, ja, Junge, wir kriegen was zu tun. Bei dem Kerl habe ich ein ziemlich mieses Gefühl. Sehr gut, das beruhigt mich. Wo will er denn hin? Was tut er? Er ist so schnell. Und wir speichern. Und wir machen in der nächsten Folge weiter. Wartet er? Er wartet. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.